2017 gewinnt Trier beim Wettbewerb Hauptstadt des fairen Handels den 4. Platz. Aber wie fair war es in Trier vor 2000 Jahren? War Trier schon zur Römerzeit und im Mittelalter fair? Um diese Fragen geht es in der Fairführung, eine neue Art der Stadtführung in Trier. Jochen, Janett und ich, die gemeinsam diese Führung entwickelt haben, wir sind eben alle drei auch klassische Stadtführer, also lizenzierte Gästeführer der Stadt Trier. Und wir beschäftigen uns eben auch privat damit, wie kann man bewusster leben, fairer leben. Und irgendwann haben wir uns eben die Frage gestellt, wie war das eigentlich damals? Also wie war das so bei den Römern und wie hat sich das entwickelt? Und daraus entstand eben die Idee, man könnte auch eine Führung konzipieren, die eben mal anders ist, die die Augen öffnet, die ganz neue Aspekte mit reinbringt. Im Fokus stehen die Aspekte Umwelt, Gesellschaftsstrukturen, Ressourcen, Handel, Produktion und Verkehr, bezogen auf 2000 Jahre Stadtgeschichte. In erster Linie war es, ja, es war echt so ein Herzensprojekt, dass es uns auch selber interessiert hat. Wir wollten selber wissen, wie sah das eigentlich aus, und dann wollten wir einfach mal ein bisschen was anderes, jüngeres, spontaneres haben in Trier. Also nicht diese klassischen Jahreszahlen abhandeln, sondern wirklich einfach mal die Augen öffnen für ganz andere Dinge, mit denen wir uns auch im normalen Leben beschäftigen oder mit denen sich eigentlich jeder mal beschäftigen sollte. Und das aber ganz wichtig, eben ohne Fingerzeig. Also wir wollen niemanden belehren und sagen, das könnt ihr besser machen, sondern wirklich informativ und unterhaltsam zeigen, wie war das, wie ist es heute, wie könnte es sein. So geht es nicht nur um geschichtliche Hintergründe, sondern auch um aktuelles Engagement in Trier. Kaffee ist ein Handelsprodukt. Vorgestellt werden der Unverpacktladen, Mondo del Café und das Projekt Essbare Stadt Trier. Es gibt es, glaube ich, so nicht, weil es gibt sicherlich Führungen, die auf nachhaltigen Aspekten beruhen, aber selten welche, die wirklich auf die Geschichte von einer ganz bestimmten Stadt zugeschnitten sind. Also man kann sie nicht austauschen, man kann jetzt nicht diese Fährführung in einer anderen Stadt halten, und das ist vielleicht die interessante Kombination. Also es gibt allgemeingültige Aspekte, die wir nennen, aber trotzdem irgendwie auch wieder spezifisch nur in Trier gültig. Zum Abschluss gibt es eine Weinverköstigung mit fairem Wein aus der Region.